Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battle Chasers Night War, auch hier wieder für die Switch. Ja, was haben wir in der letzten Folge passiert? Wir haben, haben die Kanone verjagt, sodass wir da reinkommen können nach Ramsdorf. Allerdings wurden wir dann angegriffen von ein paar Luftpiraten und die haben uns in die Knie gezwungen. Jetzt dafür landen wir wieder hier im Dorf, ist aber nicht so schlimm. Mal gucken, was es hier Neues gibt. So. Wie ich sehe, habt ihr den Ausflug zum Eisernen Außenposten überlebt. Ihr habt euch also so fähig erwiesen, wie ich erhofft habe. Lasst nichts von der Jagdbeute verkommen. Aus den Materialien, die ihr von den unterschiedlichen Tieren gewinnt, könnt ihr die verschiedensten Dinge fertigen. Ich war auch auf der Jagd. Werft einen Blick in meinen Laden und seht euch an, was ich heute gefangen habe. Vielleicht könnt ihr etwas davon gebrauchen. Mehr Gerede. Gucken wir mal. Was denn Jagden? In den Binsenland gibt es eine Höhle, die nicht leicht zu finden ist. Heiß wie Dämonenfeuer. Es ist schwierig, mehr als ein paar Minuten darin zu verbringen. Ein mächtiger Feuerelementar war darin gefangen. Die Fesseln werden schwächer. Wenn ihr ihn zuerst beschwören könnt, dringt ihr zu ihm vor, bevor er wirklich bereit ist. Das wird uns eine Menge Ärger ersparen. Okay, das können wir jetzt noch nicht machen. Seid wiederum gegrüßt. Stufe 12. Gucken wir mal, was sie so an hat, an Waren. Ein Tag für die Jagd. Was wollen wir denn verkaufen hier? Ein paar Sachen könnten wir ruhig mal loswerden, ne? Dann mal gucken, ob nichts macht. Das kann auf jeden Fall weg. Und der Brief kann auch weg. So, haben wir hier ein paar Rüstungssachen. Also weg. Also weg. Also weg. 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 So, haben wir hier irgendwas? Ja, hier haben ein paar Ringe, die wir eigentlich auch nutzen können, aber... Die Ringe lassen wir aber drin. Kann ja sein, dass wir die doch nochmal irgendwie brauchen. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es kann ja immer mal sein. Oh, warte. Ich noch mehr Sachen bekommen konnte, oder? Na, die Sachen behalten wir mal. Man weiß ja nie, was man nicht doch mal einen brauchen könnte. Okay, üben. Das wäre interessant. Was ist denn üben? Ihr werdet also stärker, Abenteurer. Ihr habt euch nicht entwickeltes Potenzial. Wirklich? Ich glaube, das wüssten wir. Nennt es eine Art wilden Instinkt. Ihr seid stärker, als ihr ahnt. Vor allem, wenn ihr gemeinsam jagt. In der Beziehung haltet ihr euch noch zurück. Superkräfte? Ja. Konzentriert euch dann, wenn eure Superkranken eine ganz andere Stufe erreichen. Damit könnt ihr eure wahren Kräfte entfesseln und eure Feinde zerquetschen. Ich verstehe. Das höre ich gerne, Mädchen. Jagd tapfer. Das dürfte kein Problem sein. Sonne auf der Klinge. Der Superkraftbalken hat Stufe 2 erreicht. Ach, guck mal, das ist ja gut, dass wir das mal von dir bekommen haben. Im Moment kann ich euch nicht trainieren. Kommt wieder, wenn ihr stärker seid. Mehr cool, Gerede. Das heißt, wir sind. Unsere Superkräfte haben jetzt noch eine höhere. Bis zum nächsten Mal. Stufe, das ist natürlich cool. So, wir müssen aber jetzt nach Ramsdorf. Das heißt, da reisen wir jetzt hin. Und das Gute ist. Wir haben eigentlich wieder alles. Wir haben uns komplett wieder erholt. Weil wir ja geschlafen haben. Ach so, könnte man angreifen, müsste man aber nicht. Das ist ja auch natürlich nett. Wir lassen die mal außen vor. Und versuchen uns jetzt nach Ramsdorf vorzukämpfen. Ob es oben längs geht oder unten rum, das ist dann auch egal. Hier als erstes mal links. Ich glaube, man muss die da nicht angreifen. So, okay, machen wir das. Okay, ein Regulierer auf Stufe 9. Ja! Okay, so einfach hier. So, wir müssen überlegen, ob wir Calibretto nicht doch nochmal gegen Garrison austauschen. Können wir nachher im Dorf nochmal machen. Weil eigentlich bräuchte man. Und den ja gar nicht jetzt. Gucken wir mal nach. Nolan kämpft ja ziemlich cool eigentlich. Kann ja auch benutzen noch. Das ist dein Targos Schattenbanner. Gucken wir mal an. Als die Handelsrouten von Lysolots angegriffen wurden, bekam der Assassine Tigor den Auftrag, sie wieder sicher zu machen. Dieses Banner wurde aus seinen gefallenen Feinden gefertigt. Okay, egal was ist, alle gehen höher. Ausdauern weichen, ausweichen.
Vielleicht gehen wir da mal. Geben wir das mal unserem. Hier. Ja. Warte. Achso, ich wollte mal ganz kurz gucken. Ich habe hier noch ein paar Waffen. Kritisch geht runter. Aber der Waffenschaden ist definitiv höher. Was haben wir denn jetzt mit Kanone drin? Kann man das sehen? Na, da ist, was hat er denn jetzt für eine Kanone? Bonus 16, kritisch 16 Cent mehr. Das ist natürlich nicht schlecht. Hier würden wir auf jeden Fall nur mehr Eile bekommen. Und hier würden wir mehr Bonusschaden machen. Aber insgesamt haben die natürlich mehr Schaden als unsere jetzt hier. Jetzt 56 Schaden. Lüfte kombiniert, alte und neue. Ja, ich würde sagen, wir machen die hier. So. Ja. Gut. Jetzt mal weiter. Hier waren wir schon. Hier waren wir ja auch schon. Wir müssen also nach unten. Die können wir ja nicht, da kommen wir ja nicht durch. Das müssen einen anderen Weg gehen. Die waren ja ein bisschen zu stark für uns da, ne? Gehen wir mal einmal oben rum. Okay, können wir die hier oben einmal platt machen. So. Okay. Oh, verfehlt. Shit. Na gut. Auch verfehlt. So ein Schwein. Na gut, dann müssen wir andere Seiten hier aufsetzen. So. Naja, mach du mal. Ab jetzt. Alter. So. Das war ein fetter Schuss. Okay, alle betäubt. Natürlich schlecht. Der kann auch mal angreifen. Zack. Die zweite Superkraft ist fast aufgeladen. Also die zweite Stufe der Superkraft. Ich bin gespannt, was die ab kann. Oder nicht was sie ab kann, sondern was die kann. Weil gleich beim nächsten Kampf wahrscheinlich wird die schon voll sein. Mal sehen. Fischhändler Kai. Da können wir verschiedene Fische verkaufen. Das ist gar nicht so wichtig. Obwohl. Vielleicht gibt er uns ja gute Preise dafür, man weiß nicht. Die handgemalten Bilder sehen echt ganz geil aus, ne? Wenn man so zeichnen kann, das, dann hat man schon was erreicht, finde ich. Sieht echt cool aus. So, Erkundungsbereich. Oh. Hier komme ich über Angeln. Aber wir gehen jetzt mal einmal direkt zum. Oh, was ist hier denn? Eine kleine Truhe. Vielleicht haben wir eine neue Angel. Ein leckerer Wurm. Schatzkaste des Küstenwächters. Okay. Schauen wir uns mal an. In der Zeit des Manus Rausches hat jemand unweit der hier beschriebenen Stelle an der Belagerungsküste öfter Blinksignale gegeben, um Schiffen auszuzeigen, dass ein sicherer Hafen in der Nähe sei. Doch alles, was sie fanden, waren schroffe Felslippen. An dieser Stelle ist eine Menge Fracht angespült worden. Okay. Leckerer Wurm in Nasen mit einer Köder. Okay. Nein. So, hier wird ja wohl der Händler Kai sein. Ein kleiner Hai. Ah ja. Eda, was geht ab? Hallo? Aha, keine Sorge, Mädchen. Ich beiße nicht. Normalerweise. Außerdem bin ich nur ein ganz normaler Fischer. Klar, ganz normal. Wie heißt du?
Das ist eigentlich nicht so wichtig. Nenn mich einfach Fischhändler. Mir ist das lieber so. Gut, du gehst also angeln? Wer tut das nicht? Ihr doch auch, wenn mich mein Blick nicht trügt. Und da er mich nie trügt, gestattet mir fortzufahren. Sicher. Wenn ihr das fangt, bringt es mir. Ich habe immer Hunger auf Fisch, wie es aussieht. Und meine Laune ist besser, wenn ich satt bin. Ich verspreche, dass es sich für euch lohnt. Was kriegen wir dafür? Münzen, eine besondere Art. Ich bin sicher, ihr könnt sie gebrauchen. Und wenn ihr neue Angelausrüstung braucht, müsst ihr zu mir kommen. Wir behalten das im Hinterkopf. Das solltet ihr. Schön, euch kennengelernt zu haben. Nicht, wer da ist. Komm, sie waren mal. Okay. Hier gibt's Angeln. Ich kaufe jetzt mal eine bessere Angel. Gruben, die holen wir uns gleich mal. Zack. Ihr wisst, ich bin beschäftigt. Sonne und Sand. So, gucken wir mal, ob wir hier angeln können schon. Na, hier war kein Spot. Aber wir werden mal hier vorne ganz kurz angeln, nur um zu sehen, ob wir eventuell was bekommen könnten. Von ihm. Wieder wahrscheinlich eine andere Währung. Das brauchen wir auch nicht hier. Der war da vorne, ne? So. Abseits von den Faden sollte man nicht gehen. Dann kommt man nicht wieder rauf. Da man ja nicht springen kann in der Welt. So, hier ist ein Spot, aber ich glaube, hier ist auch ein Spot. Lass uns diesen Spot benutzen. Hinein. Okay. So. Wir haben zwei Angeln. Gucken wir nach. Route. Nehmen wir die. Grubeiserne Angelroute. Und als Köder nehmen wir mal den neuen. Den wir haben. Da. Testen wir mal. Los geht's. Na komm. Lecker Fischi Fischi. Guter Fang. Unterwasserbeobachter. Dieses Konstrukt ist das neueste auf dem Gebiet der Spionage. Schwimmt schneller als die Umgehungsdaten verarbeiten kann. So, dass es öfter mit Hindernissen zusammenstößt. Okay. Schade, dass man nicht so ein bisschen locken kann, ne? Wie man bei anderen Fischspielen das kennt. Oh, da war nicht so dicht. Da hinten, komm, wir wollen einen großen Fisch haben. Na komm, wir haben richtig leckere Sachen da dran. Keiner beißen? So, jetzt aber. Komm, so ein Riesenteil würde ich gerne mal fangen. Echt, weiß keiner an? Das wundert mich jetzt. Richtung. Boah, Fist. Verdammte Axt nochmal. Das ist auch ein guter Wurf gewesen. Komm, irgendeiner wird auch anbeißen. Also zu weit. Ach, ist doch groß, oder? Stacheliger Trübsal, hi. Dieser apathische und eine große schillernde Fischstücke. Na.
ein bisschen leiden lassen zwischendurch, hab ich vergessen. Okay. Jetzt aber. Na komm. Egal, wir geben das mal ab bei unserem Fischhändler. Fragen mal nach, was uns dafür geben würde. Kriegen wir da irgendwas für? Man könnte auf jeden Fall einige Sachen bei ihm verkaufen. Und vielleicht ist ja irgendwas dabei, was wir gut gebrauchen können. Ah ja. Was verkaufen? Das hat dir gefallen. Da Angel. Nee. Hier wahrscheinlich, ne? So, die Köder, okay, das sind die Köder, die wir haben, aber die wollen wir nicht verkaufen. Willkommen, willkommen. Bin wir? Ja genau, Jäger und Jagd, so leben wir nun mal. Ja, hallo. Was habt ihr gefangen? Wir hätten was Cooleres gefangen. Haben wir anscheinend nicht. Beschäftigt. Was habt ihr Warte gefangen? Warte mal ganz kurz, wir gucken mal. Wo ist denn? Bach. Bis später. Ich dachte, wir hätten was gerade eben gefangen, aber was haben wir anscheinend noch nicht, oder was? Komisch. Gut, schmeißen wir hier noch mal Angel raus. Gut erfahren. Zwei mittelgroße Fischstücke. Okay, komm. Mit diesen leckeren Ködern, den ich hier habe. Mm. Zwei mittelgroße Fischstücke. Flitzer. Okay. Nun gut. Gehen wir weiter unsere Geschichte. Oberdeck. Ja, das Gebiet verlassen. Sieht auch echt wieder fett aus hier. Ich bin gespannt. Aktionen sind nicht so starke Fähigkeiten, aber sie kosten nichts. Sie werden augenblicklich ausgeführt und erzeugen Kraftreserve. Yes. Okay, jetzt waren wir hier. Gucken wir, ob wir jetzt wieder vorbeikommen an diesem Kram da, dass wir die nicht immer angreifen müssen. Okay, ein Regulierer. Regulier das. Und du regulier das. Und ein kleiner Schuss für dich. So. Sehr gut. Kleines Kämpfchen. Schon durch. Lockert die Stimmung. Wie kommen wir hier rüber?
Also um da zum Dorf zu kommen, müssen wir definitiv hier längs. Das Dorf ist da, wo wir hin sollen. Wir müssen auf jeden Fall an den Leuten da vorbei. Nicht dran vorbei, drumrum. Macht aber nicht. Das ist das Flaggenschiff wieder da. Ja, das Wolkenschiff. Das ist ein bisschen stärker, das Ding. Macht ja aber nichts. Haben wir eine Superkraft jetzt hier? Leute. Nee. Ah, guck mal hier. Die zweite Superkraft ist Mana-Woge. Hilft bei jedem Boden mit 118 und stellt mal. Okay. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Calibretto loswerden. Und unseren Klingenschwinger holen. Bis zum nächsten Mal. Ja, für eine Superkraft? Noch keine zweite. Ja. Sehr gut. Zweite Stufe kommt wahrscheinlich, wenn wir Level 10 erreichen. Bei den verschiedenen Figuren. So, können wir schon anmachen hier? Ah, okay. Brauchen wir jetzt nicht, aber es ist aktiviert. Ist schon mal gut. Dann geht's hier rein. Rammstorf. Okay. Ein Dungeon, den wir aber erst beim nächsten Mal angehen werden. Und so viel Zeit muss sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Tschüss.